Einen ganz gepflegten Kochstream. Spontane Idee. Tortellinis gibt's heute. Käse, Sahne. Zwei Packen gleich. Machen wir so. Und hier die zweite Packung. Zu den Tortellinis werde ich noch ein bisschen Cheddar dazu geben. Gemüse. Lass mal weg. Dann von Domino's hat zu einer Pizza dazu bekommen. Gibt es hier der extra Kick zu deiner Pizza? Rote Pfefferschoten geschrottet. Werd mal gut dazugeben. So eine Packung. Dann werde ich noch, was ich eigentlich zu fast jedem Gericht dazu mache, schöne Grillwürzung. Ich sage euch ganz ehrlich: Grillwürze geht immer. Obwohl, nee, wir haben schon Chili drinne. Ja, das war es eigentlich schon, was ich damit dazu geben werde. Zubereiten werde ich das in keiner Pfanne, sondern in einem Topf. Hat einfach den Vorteil, in der Pfanne kannst du nicht so umrühren wie in einem Topf. Ich würde jetzt hoffen, das passt da rein. Einfach hoffen. Ja. Wenn die anders drüber wechseln. Mal hier drüber nehmen, ne? Müssen wir uns mit dem zufriedenstellen. Gibt doch gar nicht. Wie soll denn das? Wie soll ich denn das? Wie soll ich denn da umrühren? In zwei separate Pfannen, Töpfen würde ich das jetzt aber auch nicht machen. Scheiße. Aber wir hatten doch mal so einen großen. Könnt ihr euch noch dran erinnern, diesen großen Topf da? Da war doch auch noch einer. Ach, das ist doch eine Scheiße. Das in zwei separaten Dinge machen. Dann nehmen wir den. Wird auch kein Problem sein. Die Spülmaschine hat wieder Glanzleistung gemacht. Komm,
mit durchgeweicht. Guckt ihr das mal an. Hervor. Gib's einfach auf. Aber wo kann ich denn das denn zusammenmischen? Da würde ich dann einfach so eine Schale nehmen. Kann man das machen? Da ich das dann danach in diese Schale hier reingebe? Ja, ne? Egal. Ausprobieren. So ein Ding ist nämlich. Schmutz. Diese kann ich eigentlich zum Schluss machen. Damit er dann von oben dann ich erwärme das jetzt nur. Das ist jetzt meine Idee. Ich mache das jetzt so warm und dann in den Ding mache ich dann das warme Zeug rein und mache die Mischung, also die Gewürze rein und dann den Käse. Dann mische ich das da einfach zusammen. Ganz einfaches Spiel. Hier. Sehe ich gerade. Chili-Salz mache ich natürlich schon früher rein. Gehört sich ja auch so, ne? Also, das ist mein persönliches Empfinden. Wer das hier zu Hause hat, aber nicht benutzt, der ist krank. Das gute Chili-Salz. Das ist wirklich... Also... Jeder denkt sich jetzt so, okay, da wird das ja ultra scharf sein. Aber nein, ist es nicht. Es ist nicht scharf. Das ist ja das Ding. Klar. Ein bisschen was merkst du schon. Aber ansonsten geht das völlig klar. Ein bisschen schütteln hier. Ob ich das hier rein mache? Nee, ne? dann geht ja der originale Geschmack weg. Beim Kochen ist es immer ganz wichtig, dass man beim Kochen schon was isst. Deswegen Brownie. Die guten Milka Brownies. Hier, gönnt euch. Das ist das echte Leben. Vertraut mir. Ja. Oh, da fängt schon was an. Okay, Kollege.
an hier. Guck mal, jetzt waren die richtig umrühren, aber das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen doof. Komm. Komm wieder zurück. Der Käse, der kommt da rein. Hör mir auf, du. Warum ich das jetzt so mache, ich weiß es nicht. Einfach so machen, das ist besser. Jetzt wird aber richtig gekocht. Aufgeteilt. Ich bin Kochprofi, Leute. Ich bin Kochprofi. Mich könnt ihr in die Küche schicken. In Henslers. Oder wie das sich auch nennt. Bei Grill in Henslers könnt ihr mich reinstecken. So ein Ding ist das nämlich. Hör mir auf, du. So. Was ich jetzt mache. Ich mache jetzt den Boden mit dem Cheddar-Käse. Befülle ich jetzt hier den Bereich, damit dann später hier das warme Zeug reinkommt und dann, wenn ich umrühre, kommt dann dieser schöne geschmolzene Käse nach oben. Vertraut mir, beste Idee. Ist mir gerade spontan eingefallen, hört sich logisch an, deswegen mache ich so. Und natürlich, Chat, wer darf nicht fehlen, wird meine Freundin mitessen. Ja. Oh, das hat die gehört. Natürlich wird meine Freundin mit probieren, mit euch im Chat mit probieren. Wir werden uns auf den Balkon setzen. Den werde ich gleich nochmal schön zubereiten, verzieren. Da dürft ihr dann natürlich auch dabei sein. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Und dann, ja. Vielleicht, ich bin gerade am Überlegen, weil ich bin heute in der Krabbackmühle hier in Schwarzkollen. Ob ich da auch nochmal live gehe. Weil da ist heute Film und da bin ich heute. Sonne und Beton. Werdet ihr morgen auf meinem Instagram-Kanal natürlich ein Feedback hören dürfen. Da ist kein Fuß dran. Ein Feedback von mir hören dürfen, wie mir der Film gefallen hat. Und dann natürlich auch von meiner Freundin auch nochmal ein Feedback. Soll ich mal meine Freundin hier herholen? Gut. Warte. Schatz? Kommst du mal mit den Chefs ein? Wir wollen dich sehen. Weil ich gerade über dich geredet habe. Nichts Schlimmes. Chat, willkommen. Jetzt einfach hier so ein schönes Glas. Mach da jetzt schon mal die Würzung rein. Oh ja, das sieht böse aus. Oh ja, das sieht böse aus. Riech
Frischen ist aber normal. Ihr fragt euch jetzt, weiß der Kunde überhaupt, wie lange es dauert, bis die fertig sind? Natürlich. 10 bis 13 Minuten. So, wir sind ja schon 16 Minuten on. Egal. Ich mach so lange, bis es für mich reicht. Ah. Hier ist er. Die Königsgattin. Hallo. Die Prinzessin. Das hier ist speziell. Wie fährt man denn mit diesem Lenkrad entlang? Na, wie man mit dem Auto fährt. Ich hab keine Ahnung, das lässt sich nicht einstellen. Ich komm gleich nachher essen. Dann spiel doch einfach ein bisschen Heyday. Nee. Warum ne? Kommt die Grillwürzmischung. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel von Würzung reingemacht. Egal, Chat. Wir kriegen das schon hin. Wenn das wirklich verwürzt ist, wisst ihr, was ich da für einen Trick mache? Lass es anbrennen. Ich sage, es ist angebrannt. Wird schon nicht auffallen, wenn da Fleisch da drin ist. Die hört uns jetzt nicht zu. Ja, da guckt jetzt den fetten Kitten nicht in den Stream rein. Ein paar
dabei, die noch gefroren sind. Na, jetzt ist schön. Jetzt passt es doch. Ich, hier will jemand fliehen. Na, jetzt. Das letzte Ei, was wir haben, das verwerte ich jetzt mit rein. Lasst es euch schmecken. Maden. Es ist mir das Eiweiß darunter geflutscht. Das sieht aus wie Schnodder. Ui. Das sieht aus, als hätte da jemand Nasentropfen bekommen, ey. Oh, ekelhaft. Na gut, da haben wir jetzt nur Eigelb. Chat, das erzählen wir niemandem. Die Eiernummer erzählen wir niemandem. Die ist nie passiert. Passiert ist, das bleibt auch hier. Na gut, ein bisschen Eiweiß hat geschafft. Ihr denkt euch jetzt so, der Typ hat keine Ahnung. Richtig. Es gibt nur eine Sache beim Kochen oder beim Essen. Da habe ich schon Ahnung. Handy gehen, da. Ist das jetzt so dunkel? Warte. Handy gehen, Pizza, Lieferservice anrufen, bestellen. Bei Bestellen habe ich die meiste Ahnung. Beim Kochen hier. Bah. Ich
da haben wir alle Männer, haben dann nur beim Bestellen Ahnung. Bei nichts anderem. Muss Handy laden, der Ding. Heiß. Ich glaube, das müsste so langsam fertig sein, oder? Ich glaube schon. Gut. Ich kann noch die letzten Sekunden hier genießen. Hier guckt jetzt kein Kochprofi zu. Ansonsten kommt er hier gleich in meine Wohnung. Komm. Ein bisschen Käse schadet nie. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Zum Mitschreiben, nein, ich koche hier gar nichts. Wenn hier jetzt jemand neu reingeschrieben hat, ich backe hier nichts, ich koche. Ich weiß, man würde es denken, wenn man jetzt hier reinguckt, dass ich hier irgendwas koche, was backe, aber ich koche. Das ist kein Backstream. Der Backstream, der ist auch schon geplant. Der wird höchstwahrscheinlich, weiß nicht, wann meine Eltern Geburtstag haben, wenn jetzt noch jemand Geburtstag hat, spätestens an Heiligabend gibt es wieder, wie letztes Jahr, ein Stream. Und kein Sockstream, nein, ein Backstream. Vielleicht kriege ich meine Mutter überredet, dass sie mitbackt. Da sieht eben meine Mutti auf. Da muss mehr Käse rein. Komm. Dann haben wir eine ganze Cheddar-Packung hier drin. Schmilzt mir ordentlich ein. Komm, mach mir bitte. Ah! Oh. Ruhe. Das sieht aus wie Gefängnisessen. Das probieren.
die Würze haut rein. So, ich gehe jetzt rüber, hol meine Freundin und dann wird gegessen. Geschmatzt. Ist nicht so gut drauf. Schon mal auf dem Balkon, ne? Kannst du noch kurz? Selbst Fertiggerichte sehen bei mir irgendwie mal scheiße aus. Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott. Das Gefängnisessen? Da stelle ich das noch in die Sonne, wird es ein bisschen gewärmt. Hinsetzen, hast du nämlich in die Ecke. Ach, geht schon. Gut. Das wird das Gefängnisessen serviert. Gefängnisessen? Nein, sieht das aus. Da ist eine Packung Cheddar-Käse drin. Gott. Gefängnisessen. Ja, guck dir das doch mal an. Chad hat den Prozess gesehen. Chad weiß, was da alles drin ist. Nicht wahr, Chad? Manche Sachen verraten mir nicht.
ein überzeugtes Gesicht sieht anders aus, aber passt schon. Der Hunger macht's weg. Ich stelle es ja auf YouTube und da geht dann immer ein bisschen Reichweite. Einen guten an euch, ne? Ein Flugzeug nach Afrika. Das war auf die Handy, oder? Oh. Schmeckt's nie. Hm. Na gut. Ich hoffe nur, dass wir jetzt den Leuten, die uns jetzt zugucken, den Hunger machen. Ja, auf Twitch und jetzt auch auf YouTube. Finde ich geil. Aber die Soße habe ich diesmal richtig schön dickflüssig bekommen. Ja. Die ist kein Wasser. Nee. Weißt du, was irgendwie komisch ist? Warum? Das Wetter ist heute zu ruhig. Mhm. Aber eine von gestern. Wir brauchen den Krankenwagen, weil die haben da Platz, oder? Nö. Stimmt, da war ja auch noch eine Story. Da war ja gestern wieder Terror. Ja, ob ich das schon mal erzählt habe. Vor ein paar Monaten ist, also seit ein paar, ich glaube über ein Jahr oder so, musste das schon laufen hier. Gestern Abend, um 22, 23 Uhr war das bestimmt, oder? Hm. Hat hier noch rumgebrüllt, so du Fotze und so. Also ich zitiere, du Fotze und so, und so halt's Maul und so. Und dann ist er zu seinem Haus, ist er hochgegangen, und die war noch unten. Und dann kam so ein Typ und hat so gesagt, was hast du denn für ein Problem? Und dann hat es gepoltert. Dann kam erst ein Sixer, ein Polizeiauto. Und dann ein paar Minuten später kommt noch ein normaler. Man hört schon Frauenstimme und die sagt so, die haben ja eine Platzwunde. Brauchen wir Krankenwagen? Nö, okay. Und dann sind wir beide, haben uns angezogen, sind hier ums Haus und sind dann nach vorne, die Ecke, haben uns da zum letzten Eingang, also wenn du von hier kommst, der letzte Eingang da vorne ist so eine Bank vor den Treppen und da haben uns dann hingechillt und da fahren die durch das Auto an uns vorbei, gucken mich
gucken uns nicht blöd an. Irgendwie das Wetter macht mir ein bisschen Eierfass an. Warum? Es ist mir zu ruhig. Chat, könnt ihr mal bitte gucken, Wetter, Heuerswerda. Heute am Tag und dann mal in den Chat schreiben. Das wäre nett. Na, Kismo. Oh Gott, also Käse. Alter. Ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit dem Netz. Ich hätte halt gerne noch mal in so ein Kabelbinder-Ding irgendwie noch mal da so, also nach diesem Kabelbinder-Ding da das zweite hätte ich gerne auch noch mal so ein Ding. Ich bin satt. Satt? Ja. Gut. Da war ja auch viel Käse drin. Na hallo. Komm, wir zeigen dich mal. Guckt mal, Chat. Guck mal. Oi, ein Feini. Ja. Nein. Du machst mir da Haare rein. Dieses Limetten-Ding da, was im Glas ist. Ja. Das war die falsche, das ist ja. Ich weiß. Man hört das. Du hast doch auch gesehen, dass ich geschüttelt habe. Ich hab das so leicht so weg. Warte. Prost, Chat. Oh, das beste Feuerzeug. Danke. Bitte. Mit seiner kleinen Mülltonne hier. Ja, aber wie willst du denn sonst den Aschen? Ich habe jetzt nichts gefunden. Der Aschenbecher steht da ganz vorne. Klappe.
Tüte, ne? Mhm. Ich hatte die zwei Tüten genommen. Hab dann noch ein bisschen was mit reingeschmissen, mit Käse. Hab dann noch ein bisschen den Fleischsalat, die Innenpackung habe ich noch reingemacht, damit es weg ist. Mhm. Ist eigentlich ziemlich köstlich. Aber den Fleischsalat hast du jetzt nie irgendwie gemerkt, weil geht ja unter bei zwei Packungen. Das war ganz schön viel, da musste ich sogar eine zweite Pfanne nehmen. Ich wollte es erst in den großen Topf machen, damit ich das alles in den großen Topf umrühren konnte. Übergekühlt. Dann habe ich die zwei Pfannen genommen, dann hat sich das gerechnet. Dann habe ich das nur warm gemacht, wo ich erst da als Boden habe ich da erstmal Käse gemacht, zwei Scheiben. Dann habe ich da ein bisschen Rama reingemacht, dann die ganze Würzung. Dann habe ich das mit reingekippt, habe ich das umgerührt. Dann habe ich noch die restlichen Käse reingemacht, weil ich gesehen habe, dass es noch nie so richtig Fäden schiebt. Ey, ich bin nicht ignoriert. Fettsack. Der hat da wahrscheinlich die Wespe da oben. Stößchen aufs Nöschen. Wasser geht nach Afrika. Ich habe mir das so abgeguckt von Monte, ne? Nur Liebe für Afrika. Ist schon hart, was sie durchmachen müssen. Da leben wir hier einen richtigen Luxus. Kann man ja auch mal erwähnen, ne? Auch wenn wir denken, wir sind komplett arm, geht man nach Afrika. Die sind da nicht so wie wir und haben eine eigene Wohnung. Die sind da in der Wärme. Na klar, die haben schon Wohnung, aber nicht so ein Luxus wie wir. Wenn die hier reinkommen. Und die denken, die sind in der Villa. Vertraut mir. Gerade die Kinder, die das durchmachen müssen. Das ist krank. Made in Bulgaria. Ikea. Ikea-Ware. Beste Ware. Auch wenn man sich da vorkommt wie so ein Lego-Set, aber es ist wirklich so. Also was ich ja da mit Möbeln so, du siehst die aufgebauten Dinger, da denkst du, geil, dann holst du dir das. Kriegst du gefühlt so eine Packung hier, wo gefühlte 10 Schränke drin sind. Irgendwie mit dem Chat. Oh! Zigarette ist aus. Ich würde das ja nochmal bei der zweiten würde ich das ja nochmal machen, weil da ist ja so ein Hohlraum. Aber ich habe keine Schnur mehr. Und das kleine Büssel, das hilft mir jetzt auch nicht weit. Machst du richtig warm? Ja, geht schon so. Geht das so? Ja. Ja, ist nicht schlimm. Beiden Häusern da
rüberlaufen. Bei den viereckigen Häusern hinter dem Ehen hier. Da auf dem Dach eine Schnur bin und dann da drüber laufen. Würdest du mir das zutrauen? Nee. Gut. Richtige Einstellung. 10 Punkte. Aber in Flensburg, ne? Kannst keinen Führerschein machen. Kannst kein Auto mehr fahren. Ja. Zu wegrennen. Obwohl. Weil ich das gerade sehe. Ich könnte auch die Schnur hier nehmen. So, Chat, jetzt gibt es noch mal eine kurze Balkon-Session. Da werde ich mich wahrscheinlich auch wieder aufgehen. Wie schnell ist das jetzt bitte abgebrochen? Das ist eine Scheiße.
ja schick aus. Beobachten, ob das hält. Wenn es hält, dann wird das da klappen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Würde ich aber sagen, rein, habt noch einen traumhaften Tag. Tschüss.